Ich habe heute jetzt schon die ein oder andere Träne vergossen. Deswegen bitte ich da auch ein bisschen um Nachsicht. Mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen hat Trainer Holger Stanislawski am Mittwoch in einer bewegenden Rede seinen Abschied nach 18 Jahren vom FC St. Pauli verkündet. Letztendlich ist jetzt ein Punkt angekommen, der ganz einfach, wo einfach die Kraft weg ist, wo einfach die Energie weg ist, wo einfach alles das, was man braucht, einfach... Ich habe das vorhin so ein bisschen versucht zu beschreiben, dass der Rucksack immer etwas größer wird, immer etwas schwerer wird. Und die Zeit ist einfach jetzt gekommen, wo ich nicht mehr dieselben Schlachten, die ich jetzt über die letzten Jahre geschlagen habe, schlagen kann. Diese Entscheidung, diese Gedanken, die ich auch habe, die laufen über Wochen schon. Und das ist... mir vielleicht auch das eine oder andere mal anzusehen. Ich habe auch glücklicherweise, ist ja bald Sommer, auch ein bisschen Gewicht verloren und habe mir diese ganze Sache unheimlich schwer gemacht. Ich saß oft eine Stunde im Auto und habe hier auf die Südtribüne geguckt und habe gedacht, was hier alles entstanden ist, und alles fährt so ein bisschen auch wie so ein Film vor einem ab, die ganzen 18 Jahre. Ich habe in den letzten Monaten auch nochmal sehr viel gelernt über Menschen, über Charaktere und auch über Verlust. Dazu gehört auch der Tod meiner kürzlich verstorbenen Mutter, wo man anfängt, ich bin jetzt in einem Alter, wo man anfängt, sich auch Gedanken zu machen, was es heißt, sich zu verabschieden, etwas, was man liebt, zu verlieren. Eine Lücke, die hinterlassen wird, die man nicht schließen kann. Und ich bin damals diesen letzten Gang, man nennt das Totengang, aus dem Pflegeheim eben mit dem Sarg denn zum Auto, bin ich dann auch gegangen, und genau so ist das eigentlich jetzt auch so ein Moment, wo ich heute eigentlich so diesen letzten Gang gehe, praktisch wieder so ein Stück Familie auch verliere. Ich danke dem Verein natürlich für die Wertschätzung, die sie meiner Person entgegengebracht haben. Ich danke allen Kritikern, die mich kritisch beäugt haben. Unter anderem war jeder, der mich kritisch beäugt hat, auch Antrieb, um sich zu verbessern, Antrieb, um das Bestmögliche herauszuholen. Und ich danke allen Journalisten für jede Lügen-, Schmutz- und Dreckgeschichte. Ist ein Spaß. Ich danke euch für faire Berichterstattung, für auch viele von euch haben mich auch 18 Jahre begleitet. Ich weiche für etwas Neues, was hier sich, glaube ich, prächtig entwickeln wird. Dieser Verein hat richtig Potenzial. Und wie sich das für einen ewigen Hamburger gehört, sag ich mal. Tschüss. Tschüss, bis bald. Danke.